So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist eine Treppe. Da bin ich gerade hochgekommen. Da drüben habe ich geparkt. Hier ist ein Pokestop. Den möchte ich euch kurz zeigen, denn da ist der Giovanni dran. Ich bin nämlich bei der Spezialforschung, wo man Krypto Groudon bekommt, jetzt auf der Seite, wo man Giovanni besiegen muss. Die habe ich nicht ausführlich gefilmt, weil die hat ja eh jeder. Die ist ja kostenlos, die ist ja ohne Ticket. Also habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach nur Krypto Groudon und wie gut das geworden ist. Muss mir aber kurz noch ein Team überlegen. Das ist der Pokestop. Hier war ich noch nie, den habe ich noch nicht gesehen. Da kannst du dich theoretisch hinsetzen, hier auch überall. Und ja, findet ihr das schön? Wie sieht das aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier kann ich aber die Kamera nirgendwo hinstellen. Da vorne ist aber noch ein Spielplatz. Das heißt, ich werde mich jetzt bei dem Spielplatz positionieren, die Kamera aufstellen und dann zurückmelden mit dem Kampf gegen Giovanni. Und dann mal gucken, ob ich ein gutes Krypto Groudon kriege. Ich versuche gerade meine Sonderbonbons in Groudon Kyokre zu stecken, dass ich die zwei Kryptos mal auf Level 40 pushen kann. Egal wie die IV sind. Das ist ein Ziel, was ich habe, die beiden Kryptos einfach auf Level 40 zu machen, damit ich weiß, wo ich die Sonderbonbons hinpacke. Guckt euch mal die Gegend an. Ist das nicht herrlich? Und dann guckst du hier rüber. Da vorne ist der Kindergarten und hier ist der Spielplatz. Und da stellen wir euch jetzt irgendwo ab. Was ich gerade richtig genial finde, was ich euch mal zeigen möchte, jetzt stehe ich hier. Hier ist ein normaler Rüpel. Hier daneben ist Cliff. Jetzt habe ich schon gedacht, hä, wo ist denn der Pokestop hin, wo Giovanni ist? Aber wenn ich, ich kann zaubern, pass auf, wenn ich den Super Rocket Radar jetzt aktiviere und zurückgehe, puff, ist Cliff verschwunden und Giovanni ist da. Wir gehen jetzt direkt auf den Giovanni drauf. Und ich muss kurz überlegen, welches Team nehmen wir denn? Wir haben sonst immer Lucario genommen zum Schilde rausloggen. Lucario Kampf gegen Snobilicat normal, passt. Dann hat er ja Groudon sowieso hinten drin, nimmst du Wasser. Jetzt habe ich hier meinen Sumpex, würde funktionieren. In der Mitte hat er meistens einen Boden-Pokémon. Da nimmst du eigentlich auch Wasser. Was ich nicht bräuchte, wäre wahrscheinlich Ampharos. Jetzt gehe ich hier aber extra nochmal drauf. RRR, ob wir noch irgendwas anderes haben. Hier kann ich auch die Attacken abchecken. Lehmbrühe, Aqua Haubitze. Okay, das passt, das nehme ich so rein. Das lasse ich erstmal. Konter Steigerungshieb lasse ich auch einfach. Nehme ich noch ein zweites Wasser-Pokémon? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier drauf, geben mal Wasser ein. Und dann haben wir ja eigentlich hier mal einen Thomas mit Aqua Durchstoß. Und hier haben wir Kaskade Surfer auf dem Kyokre. Wäre ja sinnvoll, vielleicht mit Kyokre gegen Groudon vorzugehen, aber ich nehme den Thomas einfach als Player noch mit rein, verwende jetzt dieses Team und wir müssen anfangen mit Lucario gegen, pass auf, mit Lucario gegen Snobilicat. Ich habe den trotzdem an zweite Stelle gesetzt, dass ich jetzt erstmal hier rein wechsle, den Steigerungshieb voll mache. In der Zeit kann der so gut wie gar nichts machen. Brauchen wir nicht drücken. Der schildet ja eh die ersten zwei Attacken ab. Also lass mal das einfach durch. Er wehrt ab. Wir machen den zweiten Steigerungshieb voll, hoffe ich. Ja, der ist auch voll. Braucht man wieder nicht drücken. Lass mal auch einfach so, wie es ist. Im gleichen Zug müsste sich auch unsere Angriffskraft steigern. Und wenn wir jetzt was voll machen, können wir es direkt draufhauen. Was hat er als zweites? Da kommt wahrscheinlich Knackrack rein. Wir werden jetzt auf Knackrack einfach alles drauf geben. Theoretisch mit gesteigertem Angriff. Hätte der jetzt einen Spukball noch als zweite Attacke, hätten wir mit dem Spukball auch da drauf zimmern können. Aber wir versuchen es jetzt so, uns Stück für Stück irgendwie vorzukämpfen. Haben es nicht geschafft. Was holen wir jetzt rein? Wir holen jetzt mal den Thomas. Ich möchte den Thomas jetzt mal ausprobieren, wenn der Thomas hier Moves macht. Boah, der Thomas, der wird wahrscheinlich gar nicht zum Move kommen. Thomas ist tot. So, wir haben noch Sumpex, guck mal Sumpex an. Und Sumpex macht Aqua Haubitze. Ich glaube, ich hätte Lehmbrühe machen sollen. Weil Lehmbrühe, glaube ich, auch den Angriff des Gegners. Oh, wie viel hält der aus, bitteschön? Den Angriff des Gegners reduziert oder so. Oder meine Verteidigung steigert. Ich glaube, der schwächt seinen Angriff ab. Jetzt habe ich nichts mehr übrig für Groudon, weil ich gleich tot bin. Das heißt, das war nix. Ich muss mir was anderes. Hier, Angriff sinkt. Das passt. Angriff sinkt ist immer gut, dass sie nicht so viel Schaden machen.
Jetzt singt der Angriff vielleicht nochmal, aber dann bin ich wahrscheinlich auch schon tot und ich glaube nicht, dass ich es noch gegen das Groudon schaffe. Also irgendwie war das ein Fail. Wir hätten gegen Knackrack vielleicht Eis nehmen sollen. Irgendwas Eisiges. Aber wir können nochmal schilden. Die 3 Sekunden nach dem Schild haben wir wieder gut. In der Hoffnung, dass er stirbt und wir die volle Aquahobitze auf das Groudon zünden, kam nicht dazu. Wir sind schon weg. 2. Versuch. Wir lassen das jetzt drin, damit ihr seht, es ist ein bisschen komplizierter. Ich bin auch nicht gut vorbereitet. Ich habe auch nicht die besten Konter. Jetzt muss ich eh erstmal hier beleben. Das geht ja zum Glück alles schneller. So. Und wir nehmen statt den Thomas. Was haben wir denn an Eis da? Das hat immer Lawine dran. Pulverschnee, Lawine. Nehmen wir das, nehmen wir was anderes. Aber ich nehme jetzt den Lucario vorne ran. Moment. Jetzt muss ich Lucario, der kommt vorne ran. Genau, der verschiebt sich dahin. Wir machen es mal ohne die 3-Sekunden-Regel. Also wir werden nicht Lucario einwechseln und dann draufhauen. Wir machen direkt mit Lucario den Start gegen Snobillicat in der Hoffnung, dass das auch passt. Und dass wir dann auch nochmal die Möglichkeit haben zu wechseln auf Marmutell. Also Steigerungshieb, dann kann er 3 Sekunden nichts machen. Wir können aber angreifen in Ruhe, das passt. So. Plötzlich kommen lauter Autos. Einer ist schon ausgestiegen, hat geguckt, was macht der da? Nichts. Ich rede nur mit mir selbst. Wischen das noch weg. Obwohl, wieso drücke ich jetzt? Eben sage ich noch, brauchst du nicht drücken, der wehrt eh ab. Jetzt drücke ich hier rum. So, jetzt hauen wir drauf. 1, 2, 3 geht hoffentlich weg. Steigerungshieb, wir machen mal. Aber jetzt frage ich mich gerade, wozu habe ich mir den Wechsel aufgehoben, wenn ich ja jetzt eh nicht wechsle, sondern weiter da drauf haue. Also dann hätte ich auch den Wechsel gar nicht gebraucht. Also ich hätte reinwechseln können am Anfang, wenn ich jetzt den Wechsel nicht nutze. Obwohl ich eigentlich jetzt auf Marmutell hätte gehen sollen, wollen, müssen. So, jetzt ist er eh tot. Was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt erstmal Sumpex rein. Aber der hat keine Wasserattacke. Der hat auch eine Bodenattacke. Wir nehmen also Marmutel und sind sehr effektiv und schaffen es jetzt vielleicht. Schaffen wir es, ihn down zu kriegen? Nein! Ich hätte auf Lawine gehen müssen. Das habe ich gemacht. Nichts. Ich war mir sicher, okay, der wird gleich umfallen und dann nehme ich einfach die Lawine. Dann haue ich die drauf, wenn das Groudon kommt und dann passt das schon. Ich habe mich natürlich verschätzt, das heißt, das hätte besser laufen können. Hätte ich, sobald die Lawine voll war, einfach die Lawine gezündet, dann hätte das auch funktioniert. Jetzt müssen wir aufpassen bei Groudon. Es ist nur noch ich gegen ihn. Sumpex gegen Groudon. Ich habe Lehmbrühen. Die Lehmbrühen schwächen seinen Angriff ab. Das ist auch das einzigste Mittel, was ich jetzt gerade habe, dass ich immer wieder mal eine Lehmbrühe voll mache. Sein Angriff weiter schwächt. Und am Ende mit einer Aquahobitze den Sieg hole. Dann darf der aber nur noch die Hälfte oder so haben. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich hoffe, der greift jetzt auch mal an. Nein, er greift nicht an. Er bringt mich um. Aber ich habe ja jetzt aus dieser Niederlage gelernt. Das ist ja fast schon GBL. Ich nehme dasselbe Team einfach nochmal. Diesmal versaue ich es nicht. Diesmal werde ich mit dem Marmutel direkt eine Lawine zünden. Und dann habe ich noch ein Stück Marmutel übrig gegen das Groudon. Und so funktioniert das auch. Deswegen gibt es ja auch den Spruch, aller guten Dinge sind 3. Und ich habe mich auch so weit gefangen, dass ich jetzt hier nicht drücke. Das ist ja sowieso das Beste an allem. Jetzt nicht drücken, spar dir das, sonst kriegst du einen Krampf im Finger. Krampf in der Wade habe ich gerade schon, weil ich hier so ein bisschen aufrecht hoch mich schmieren muss. Das ist also nix. Das lassen wir auch wieder durch. Sollte ich jetzt dann aber wechseln auf Marmutel oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich doch. Eigentlich nicht. Wechselt man nicht. Bevor das Marmutel umfällt, könnte ich ja doch irgendwie wechseln. Aber erstmal möchte ich noch einen Steigerungshieb machen. Wozu auch immer. Also das ist jetzt wirres Durcheinander, das kann ich jetzt schon ankündigen. Das ist wirres Durcheinander, der ist voll. Wir wechseln mal raus und wir haben es genau verkackt, weil er ist jetzt da. Die Lawine ist... Die Lawine war doch voll.
Die Lawine war doch voll. Sie hat sie nicht gezündet, weil ich gewechselt habe und damit irgendwie dem Mamudel erstmal voll eine abgegeben habe, was gar nicht hätte sein sollen. Also diesmal habe ich es wirklich verkackt, das gebe ich zu. Aller guten Dinge sind drei, funktionieren auch nicht. Wir haben noch einen Steigerungshieb übrig. Hoi. Also so sollte das eigentlich nicht laufen. Und jetzt sehe ich schon, der bringt mich um. Ich kann nichts machen. Das war's. Der kommt gleich zurück. Der macht Schaden. Der macht Schaden. Fall um. Fall bitte um. Und wir müssen erst den Angriff schwächen. Das ist wichtig. Wir halten sonst nicht aus. Es ist noch offen. Aber was ist jetzt anders als eben? Eigentlich stehen wir doch jetzt noch schlechter da als eben. Eigentlich kann es doch jetzt gar nicht sein. Eins, zwei, hauen mal drauf. Lehmbrühe ist ein bisschen geladen im Hintergrund. Haben wir die jetzt so spammy, dass das aufgeht? Ich will sie noch einmal durchziehen, bevor die Aquahaubitze kommt. Eins, zwei, drei, so irgendwie zählen immer, wie beim Wrestling, wenn man das Cover durchzieht, der Pinfall kommt. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist er gleich gelb. Jetzt vielleicht eine Aquahaubitze drauf. Eins, zwei und ich glaube, es funktioniert. Habe ich euch veräppelt? Habe ich es die ganze Zeit drauf angelegt, es im dritten Zug zu machen? War das der Hintergedanke? Man weiß es nicht genau und jetzt habe ich Schiss, aber immer noch voller Energie. Deswegen mache ich jetzt noch mal zur Sicherheit eine Lehmbrühe, weil ich Angst habe, wenn er mich einmal erwischt mit seinen Krallen, dass ich tot bin. So dürfte das jetzt passen. Sumpex rettet wieder mal den Tag und hat immer noch irgendwie volle Energie. Warum? Wie ging das jetzt? Warum war das vorhin nicht so? Warum war das jetzt so? Was ist der Unterschied? Das war Giovanni. Wir holen den jetzt hier. Achso, wir müssen es noch einfangen. Da ist jetzt wichtig, das kann ja nicht fliehen. Nehmt eine silberne Beere, wenn ihr habt. Ja, die erhöht natürlich auch die Fangrate. Und es kann ja nicht fliehen, also ist es eigentlich Quatsch, die Fangrate zu erhöhen. Aber ihr kriegt mehr Bonbons mit der silbernen als mit der gelben, also nehmt die silberne. Das ist auf jeden Fall sinnvoller. Er ist jetzt auch drin im ersten. Der bleibt gefühlt sowieso eigentlich im ersten drin. Bei den legendären Kryptos habe ich immer das Gefühl. Und jetzt wichtig, wenn wir den bewerten, wie gut ist er? Oh, ein Stern. Ein Stern beim Krypto Groudon, aber Angriff ist wenigstens der größte Wert. Wir drücken mal hier drauf. Wir haben 13. 8. Nee. Wir haben irgendwas. Wir gehen zurück. Wir gucken uns ganz kurz mal nach das Kyokra an, was ich habe. Ob das besser war, ob das schlechter war. Das hat 2 Sterne. Aber der Angriff ist nicht gut. Können wir jetzt hier noch was abholen? In der Spezialforschung. Wir können bei einer Rocket Welt den Rest abholen. Hier ist noch ein Pokémon drin. So, da ist Glibunge. Schmeißen wir hier den Ball aufs Glibunge, gucken noch mal hier rein, was das ist. Eine Rocket Welt, genau, und holen hier den Rest ab von dieser Rocket-Forschung. Jetzt habe ich eine silberne benutzt, 2 silberne zurückbekommen. Das Ding ist wieder fertig. Da steht jetzt auch wieder Cliff. Und wir können auch das Glibunge bewerten, weil wir das ja auch eben gefangen haben. Auch 2 Sterne, sieht so ähnlich aus wie Kyokre. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Groudon schon besiegt? Was war euer Team? Was sind eure Konter? Wie viele Anläufe habt ihr gebraucht? Und ja, wir gehen jetzt ins Schwimmbad, weil es regnet. Da musst du ins Schwimmbad gehen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.